Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind Kuya auf der Spur und haben ihn gefunden, diesen dreckigen Mistkerl. Er scheint auf Brane zu warten und das ausgerechnet hier bei Evas Baum. Da unsere Gruppenaufteilung eigentlich so passt, wie sie bis jetzt ist, ich finde das ist okay, weil Mahagon gehört ja auch trainiert, werden wir jetzt anfangen, diesen Bastard zu bekämpfen. Also, auf in den Kampf. Kuya, der Mann, der die Schwarzmagie gemacht hat. Wenn dieser Typ euer Feind ist, dann ist er auch ein Feind von Aiko. Okay, auf ihn mit Gebrüll. Das kann ich nicht mehr lesen. Und sprechen kann ich auch nicht. Ihr seid also Kuya? Ich bin Galette, Teal Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin gekommen, um euch eine Frage zu stellen. Wart ihr es, der die Königin Alexandrias verleitet und den Krieg auf dem gesamten Kontinent heraufbeschworen hat? Und in dessen Händen alle Fäden dieser dunklen Intrigen zusammenlaufen? Warst du es, der all meine Freunde, die Schwarzmagier, geschaffen hat, um sie als Werkzeug im Krieg zu benutzen? Aber was sehe ich denn da? Die Prinzessin im Besitz einer meiner kostbaren Marionetten? Seid unbesorgt, Prinzessin. Ich besitze nicht die Kraft, all dies zu vollbringen. Ich habe ihr nur das Rezept gezeigt, wie man es bewerkstelligen könnte. Als erstes lässt man eine fein geruhte Seele garen. Ja, bis sie goldbraun ist, ganz genau. Ein bisschen Zwiebel dazu, damit es schön anröstet und die Speckwürfel nicht vergessen. Dann schmeißt man die mit viel Liebe zubereitete Schwarzmagie in die Pfanne. Sei sofort still! Und zu guter Letzt nimmt man dann ein bisschen Mascarpone, ja, ein bisschen Schlagsahne. Außerdem nimmt man dann die Reste der gegarten Seele, vermischt sie mit der Schwarzmagie und schon hat man eine seelenlose Marionette. Reste einer gegarten Seele? Redest du vom Nebel? Zuerst wollt ihr es nicht hören und dann wiederum doch? Ihr solltet euch entscheiden. Aber wenn ich es mir so recht überlege, ist es für euch ein bisschen zu früh, alles zu erfahren. Fühlst du denn überhaupt gar nichts? Das Leben so vieler Menschen zu opfern? Lächerlich. Jeder tötet, um zu überleben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Zu den Ersteren gehört übrigens auch deine Mama, liebe Prinzessin Galette. Sie ist vor ihrer Gier. Sie ist von ihrer unglaublichen Gier nur so besessen und muss einfach alles besitzen, um ihr ausgetrocknetes Herz mit Glück zu erfüllen. Ich soll für diesen Krieg verantwortlich sein? Oh nein, es war der Wunsch deiner Mama ganz allein. Ich habe ihr nur von Zeit zu Zeit einen Ratschlag erteilt. Alles Lüge, meine Mutter war ein lieber Mensch. Aber du hast sie verleitet. Vorhang auf und Bühne frei, gerade rechtzeitig. Und nun sie selbst, das wahre Gesicht deiner Mama, kleines, mein kleines süßes Täubchen. Erster Akt, das Ende einer hässlichen Gier. Branes Armee, ist wieder typisch, ne? Kuya, du törichter Kerl.
Ich hab dich schon längst beim Baumifers erwartet. Übrig bist nur noch du. Wenn ich mit dir fertig bin, dann wird die Welt mir gehören. Aber ich habe deinen Beitrag zu meinem Erfolg nicht vergessen. Und zum Dank werde ich dir die volle Ladung servieren. An die gesamte Flotte. Die Schwarzmagier sollen beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Lasst Kuya noch ein wenig in der Luft tanzen und dann feuert, was das Zeug hält. Blöde Kuh, ey. Befehl Ihrer Majestät, alle Magier sofort damit beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Deine Mama scheint sich mit einem Kontinent wohl nicht zufrieden zu geben. Ihre Hässlichkeit und ihre Dummheit lässt mich beinahe in Tränen ausbrechen. Aber es läuft genau so, wie ich es erwartet habe. Was meinst du damit? Das wahre Schauspiel beginnt erst jetzt. Schaut es euch an und genießt. So einfach lassen wir dich nicht davon kommen, du Mistkerl. Neuer Nebel wird nicht mehr ausgestoßen, aber es gibt noch jede Menge in den Höhlen und den Wäldern. Na und? Deswegen kann ich mit meiner Magie immer noch Monster erschaffen. Erwacht, Bestien des Nebels. Ich glaube, das stand da. Zumindest steht es jetzt halt da. Oh. Das für ein Viech. Enigma. Na, ich würde sagen, normaler Angriff. Der müsste schon passen. Wir rufen Fehlbeer und dann natürlich auch noch Kraken. Das ist nicht gereicht. Groll der Mensch. Dieser Kuh, ja. Dieser Krane. Alter Schwede. Den sehe ich nur, glaube ich, hier. Macht hier, ne? Hier nach Macht. Das ist. Alles nicht alles gut. Ganz und gar nicht. Ja, das macht. Ein Kampf zwischen Gegnern. Wer als Sieger hervorgeht und kümmern uns dann um diese. Und das wird wohl cool sein. Du törichtes Weib, Brane, gegen die Monster aus dem Nebel sind wohl auch deine ach so grandiosen Kanonen machtlos. Aber wie töricht du auch sein magst, du solltest wissen, dass es nunmehr nur einen Ausweg für dich gibt. Du begriffsstürziges Weib, was brauchst du so lange? Dann muss ich mich wohl selbst bemühen. Ich werde hinabsteigen und mich dir opfern. Dann wirst du mich gar nicht mehr verfehlen können. Runder Superdrache. Der viel Schaden. Ganz verwerfen. Was Margon gesagt hat, kann man nicht. Wir sollten uns erst einmal zurückziehen, bevor wir auch was abkriegen. Nein, ich kann nicht. Ich kann Mutter nicht allein lassen. Sie ist in Gefahr. Lili? Zitane, ich muss Mutter helfen. Aber wieso denn, Lili? Sie hat dir deine Bestie entrissen und auf dem gesamten Kontinent einen Krieg entfacht. Ich weiß, aber trotzdem kann ich sie doch nicht einfach sterben lassen. Sie sorgt sich nicht um das kleinste bisschen um dein Wohl. Wozu also? Sowas ist keine Mutter. Aber für mich ist sie eben doch meine Mutter.
auch wenn du das nicht verstehst, Zitane. Eiko, sagtest du nicht, dass an diesem Ort Bestie gebannt sein? Ja, schon. Bitte, bitte sag mir wo. Ziemlich weit unten ist eine. Dort, wo die Wurzeln zusammenlaufen, siehst du es? Dort steht das Siegel. Ja, ich kann es sehen. Lili, aber nein, schaffst du das nicht. Oder besser gesagt, es ist zu gefährlich. Ich habe zu schnell gedrückt, Entschuldigung. Was, nur einer? Okay, komm. So nur einer. Das ist ja schon fast ungerecht. Kriegst du gar keine AP-Punkte. Die AP-Punkte sind auch wenig und die kriegst du auch weniger. Von den Items rede ich gar nicht. Eikon-Level ab erreicht. Zubi. Ein bisschen Gil kriegen. Leider. Viel ist es nicht. Na herrlich. Tolle Nummer. In solchen Momenten verliert man halt mal die Fassung. Und dann darf man auch so reagieren. Kapiert? Zitane, wir müssen hinterher. Alleine ist es für Lili zu gefährlich. Ja, schnell hinterher. Und hier ist ein kleiner Mogli versteckt. Hallo! Zuerst einmal das Mogli. Ist hier ein paar Briefe? Nichts. Ein Brief von Stetskins gekommen. Aber ich verstehe nicht, was er meint, Kubo. Von Stetskin am Mogli. Der Nebel hat sich aufgeklärt. Ist das nun eine frohe Botschaft oder ein schlechtes Omen? Ja, das werden wir erst sehen. Was meint der bloß, Kubo? Jetzt, wo der Nebel weg ist, das ist doch ein Segen für alle. Ihr möchtet. Ich werde mal speichern. So schön da hin. Sauber. Den Ort hier, also was jetzt eben noch alles gerade tut, nehme ich persönlich auch sehr gerne her zu leveln. Ich bedanke mich. Weil man erstens hier immer schön krass zelten kann und zweitens kann man hier, wenn man nicht ganz runterläuft, super krass leveln, weil immer so ein Viech eine Probleme läuft. So was wie mit dem verwunschenen Wald, wenn ihr verändern könnt, ganz am Anfang, was leider Gottes nicht so hingehauen hat, wie ich es gerne gehabt hätte, weil irgendwie ein Bug mit der Trends war. Keine Ahnung. Ich das ein bisschen auf die Palme gebracht hat. Nur ganz leicht. Ich weiß jetzt immer noch nicht, normalerweise war das immer so, ich konnte, wenn ich jetzt in die Richtung der Gegner zurückgedrückt habe, konnte ich eigentlich immer dann beide anvisieren, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich kann immer nur auf einen Schaden machen, das müsste eigentlich gehen, dass ich auf beide Schaden machen kann. Das ist voll komisch. Ich kann keine Ahnung, kann das einfach so. Ich mach halt einfach Single Mix. Das hilft nichts. Das hilft gar nichts. Oder heilen. Ich glaube, wir werden heilen anfangen. Micha. Fangen wir an zu heilen. Wir brauchen so viele Erfahrungspunkte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele wir da brauchen. Es ist noch so weit, bis wir Level 90 haben. Optimal, zumindest Level 90. Optimal wäre es ja, mit allen Chars was zu haben. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Erstes Mal Hackfleisch und der zweite Hackfleisch. Super. Ja, Weihrauchelend, Bestientöter, Herz aus Stein, Tontauben, Bahangon. Schön. Wow. Fast 1500.
100 Gil bekommen. Das heißt, wir werden uns mit dem lieben Machabon versuchen anzukleiden. Mit das neue Gut, der Gut, das war's. Der war fertig, ne? Ja. Da können wir jetzt auf den Kristallarmreif schon wechseln. Rüstungs können wir eigentlich auch wechseln. Chakra. Ritterspeise, das wird noch. Die Fragale Adrenalin. Ability ab. Das wäre auch nicht schlecht. Elfenohrring ist noch. Was? Eiko, glaube ich. Status, so geht eh nichts. Elfenohrring, da ist noch nicht fertig. Okay. Ein Stückchen können wir noch nach unten. Mit der zweiten ist man wieder rauf, dann wieder runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, runter, rauf. Verstehst du? Normal musst du bei der Kugel herkommen. Jetzt müssen wir wieder rauflaufen, dann wieder runterlaufen, also können wir ein bisschen leveln. Obwohl es vielleicht ein bisschen Schwachsinn ist. Ne? Ich würde sagen, bis 25 Minütchen tun wir jetzt als Aufnahmezeit, können wir vielleicht leveln. Das wäre mir auch ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht so ist. Ja. Deswegen soll ich weiß, dass man auch mehrere Kreise automatisch, ne, weil es nicht so viel ist. Aber es sollte eigentlich auch mit Mibis Schwarzmagie funktionieren. Ja, der ist mal erledigt, das ist schön. Aber ausblenden, dann sehen wir vom Spiel her. Irgendwie schauen die aus wie halb Maschine und halb Viech. Keine Ahnung, das ist ganz was Komisches. Wupp, sie dein Level up erreicht. Wir bekommen eine Sandgolem-Karte, einmal Ether und einen dicken Batzen Gil. Schön. Gut, wir laufen wieder rauf. Wobei, ja, machen wir schon. Nur ein bisschen leveln. Bam, 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 bam. Servus. Weil die geben ja recht viel her, ne? Solange es zwei sind, jetzt ist ja nur einer. Puh. Die sind natürlich fail. Die Zweier sind viel besser. Feuer besser. Da reicht, wenn wir normal Damage drauf machen. Wir nehmen Mago und dann drauf drauf drauf. Oh, Eiko schläft. Hm. Warum haben wir zumindest noch zwei Kämpfe? Nein, doch, da war es schon besser. Quatsch. Jawohl, tschüssi. Marco hat Level up erreicht. Supi. Apropos Ability. Mahagon, du kannst jetzt, du hast zwei frei. Was brauchst du für Ability? Ja, brauchst du drei. Aha, dann tun wir vielleicht Totäubchen da weg, das wir jetzt haben gerade. Also, hier Ability ab. So, das musst du fassen. So. Also wieder rauf, ein Stückchen. Halt, oh, das war zu viel, true. So, und einmal gehen wir noch 100, das sind genau zwei Kämpfe. Müssen wir nicht bis 25 machen. Machen wir zwei Kämpfe noch. Dann gehen wir zu Lilie runter und dann passt es schon. Dann wird ein Kill gesammelt. Ich glaube, das tut. Das tut schon. So, ich greife an. Normaler Angriff reicht, normaler Angriff reicht und dann immer noch Feuer zustimmen. So. Und tschüss. Yeah, wir werden Level up erreicht. Supi. Das sind wohl Karten und ein bisschen Geld haben wir bekommen. Sauber. So, ja, ja, so, ja, ja, ja.
mal kümmern. Jawohl. Perfekt. Na, das passt. Es ist fast 25. Das passt schon. Dann können wir das Gebiet hier schön beenden. Den Baum halt. Müsste ich zeitlich ausgehen. So, es von Magie. Ein bisschen Bio. Hat noch keinen geschadet. Diesmal. Oh, Eiko hat nicht genügend Mana. Das ist eben heilen. Und wir besiegen einfach so. Hat Vivi den gerade nicht besiegt? Okay. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich spüre ihre Kraft. Mit ihr kann ich vielleicht Mutter helfen. Bitte, bitte, bitte leih mir deine Kraft. Aquamarin erhalten. Nein. Mit dieser Bestie kann ich Mutter nicht helfen. Lilly, was ist passiert? Konntest du das Siegel nicht aufheben? Doch, und es ist eine mächtige Bestie. Aber... Oh nein, es war also das legendäre Meeresungeheuer Leviathan, das hier versiegelt war. Leviathan? Es ist eine Bestie, die mit einer riesengroßen Welle den Gegner angreift und sogar ganze Schiffe versenkt. Es tut mir leid, Lilly. Du kannst nichts dafür, Eiko. Aber wie kann ich nur Mutter helfen? Oh weh, oh weh. Puh, die haben ganz schön was einstecken müssen, ha? Wann ist Ihre Majestät endlich soweit? Wir haben bereits unsere gesamte Munition verbraucht. Wir müssen den Rückzug antreten. Diese Entscheidung wird die Königin selbst treffen. Sofort zurück auf deinen Platz oder du bist gekündigt, Schnepfe. Oh, ey. Eure Majestät, die Schwarzmagier sind bereit. Oh, jetzt kann ich diesem nicht narzisstischen, nichtsnützigen Jüngling endlich zeigen, mit wem er es hier zu tun hat. Erscheine, König der Drachen, Bahamut. Mein Lieblingsauftritt von ihm. Habe ich schon einiges, aber dass die Kraft der Beschwörungsmagie derart immens ist. Treibt sich Zidane deswegen mit dieser Truppe von Weicheiern rum? Ich sollte ihn nicht unterschätzen. Unglaublich! Mit Bahamut kann Mutter Kuya besiegen. Ja, oh yeah, Mami, du bist die Beste, yeah. Was, nicht wahr, Eiko? Es ist wirklich unfassbar.
Aber was hast du denn? Mogu, Mogu hat Angst. Boah, wenn ich nicht aufpasse, macht sie sich noch in die Hose, in meine Hose. Sie zittert am ganzen Leib. Aber warum? Du kennst ihn doch auch. Der Drachenkönig Bahamut ist die stärkste Bestie überhaupt. Kuya hat nicht die geringste Aussicht auf einen Sieg. Blut. Herrlich. Du bist einfach nur herrlich, Bahamut. Deine Schnelligkeit, deine zerstörerische Kraft, all deine Eigenschaften machen dich wahrlich zur stärksten Bestie auf dieser Welt. Und du, Brane, mein wahntrunkenes Streben, nein, nicht meines, sondern sogar deines, dein wahntrunkenes Streben nach Macht ist hiermit beendet, du blöde Kuh. Im Kerker der Seelen sollst du den zweiten Akt miterleben und deine eigene Machtlosigkeit erfahren. Schließlich ist der nächste Schauplatz deine Heimat. Und beim Finale schließlich werden wir Gaia verlassen und ich werde ihn endlich... Alles entwickelt sich so, wie ich es vorausgesehen habe. Das Auge! Wie kann das sein? Dasselbe Auge wie Marlins Auge. Was macht das? Wir wissen zwar nicht, warum Bahamut die Person angriff, die ihn beschworen hat. Aber wir fanden Königin Brane am Strand. Sie konnte sich kaum noch bewegen. Deswegen war mir klar, falsche Stimme, das ist nämlich Vivi, deshalb war mir klar, dass sie bald stehen bleibt. Weil ich Kuya hasse und auch Königin Brane gehasst habe, weil mir jetzt eigentlich ein Wunsch in Erfüllung ging, müsste ich mich freuen. Aber wenn ich Lilly so weinen sehe, dann kann ich mich nicht mehr freuen. Irgendwie möchte ich auch weinen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich fühle mich so kraftlos und leer. Dieses Gefühl ist verschwunden. Mutter? Was waren das noch für schöne Zeiten? Als wir zusammen mit deinem Vater ein Theaterstück angesehen haben. Ich hatte ein erfülltes Leben. Und deswegen sollst auch du ein
glückliches Leben führen. Ganz nach deinem Willen. Tja, es muss immer erst jemand sterben, bevor sich irgendwas an der Menschheit ändert, ne? Oder an einem Menschen selbst. Wir kehrten mit dem Rettungsschiff für Königin Brane nach Alexandria zurück. Mit der Mutter von Lilly an Bord. Ich habe Dotos Stimme vergessen. Prinzessin, hier entlang. Steiner, Beatrix. Wenn das die Wirklichkeit ist, dann ist die Wirklichkeit etwas Grausames. Noch kann ich die Dinge nicht fassen, die Mutter verbrochen hat. Nein. Es ist meine Unfähigkeit, die an allem schuld ist. Ich danke euch beiden. Von nun an ist es mein Schicksal, die Verantwortung für die Zukunft Alexandrias auf meinen Schultern zu tragen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir in den Stunden beistehen würdet, in denen ich dieser Aufgabe noch nicht gewachsen bin. Es steht zu Diensten eurer Hoheit. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Prinzessin, dies hier ist der Kranz zu euren, also zu Ehren Königin Branes, geflochten aus ihren Lieblingsrosen. Einige Stadtbewohner haben ihn angefertigt und hier vor der Grabstätte niedergelegt. In den letzten Jahren mag sich Königin Brane sicherlich etwas merkwürdig verhalten haben, aber trotz allem hat das Volk niemals aufgehört, sie zu lieben. Mutter, ich werde versuchen, dich stolz zu machen. Und ich würde sagen, damit beenden wir den Bad für heute, auch wenn jetzt noch was schnell gesprochen wird. Wir werden das dann ganz schön in aller Form im nächsten Part weitermachen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!